Hallo Freunde und willkommen zurück zu Männerlords. Ja, wir sind hier in unserem verregneten kleinen Dorf. Letzte Folge haben wir das Ganze hier angefangen zu bauen. Und diese Folge werden wir es langsam weiterbauen, langsam expanden und wir werden mal schauen, was passiert. Wie gesagt, ich werde versuchen, diese Folge das erste Mal wirklich ein Let's Play zu schneiden bei mir. Ich bin nicht wirklich gut darin, würde ich sagen, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr es findet. Würde mich sehr interessieren, vor allem würde ich mich ja gerne verbessern in die Zukunft, in der Zukunft, um für euch besseren Content zu machen. Also, let's go. Fangen wir direkt mal hier an, oder? Wir müssen ja für die Menschen, warte mal, für die Menschen müssen wir was machen. Wir brauchen Stein, aber wir bräuchten auch mehr Dorfbewohner. Wie kriege ich jetzt mehr Dorfbewohner ran? Obdachlosigkeit ist immer noch ein Thema. Ah, von davor noch. Wie lange hält denn Obdachlosigkeit bitte an? Vor, mein Freund. Na? Gibt's genug zu tun heute? Ich finde dieses Spiel so grafisch geil. Ganz ehrlich, finde ich's so super. Also, Stein haben wir hier. Wir können ja schon mal ein Steinfällergebäude bauen. So, fangen wir mal damit gleich an, würde ich sagen. Wie war das Drehen? Hm? Was war tsch-tsch? Was war tsch-tsch? Ich will ja nicht viel gerade bauen. So, okay. Aber was machen wir jetzt? Wie kriege ich Dorfbewohner dazu? Um die Mittel. Bring this here, move that there. So. Was ist, wenn wir das Ganze so bauen? Und ein paar größere Gebäude auch mal hin. Ein bisschen mehr ländlich. Die können dann in Zukunft Karotten oder sowas mal produzieren. Das wird jetzt natürlich alles ein bisschen dauern, ne? Oh, 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 warte, wait, 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 wait. Ein weiteres Familien, sieht hier dann niedergelassen Familien an. Hofstätte Stufe 1. Endlich! Jawoll! I was waiting for this moment. Ach, wenn jetzt endlich ein paar mehr kommen, wäre das natürlich geil. Also müssen wir jetzt natürlich ein bisschen warten immer. Was ist das hier? Ah, jetzt brauche ich leer. Ja, dann werden wir für dich erstmal einen Job beim Wilderer suchen. Dann kümmert er sich da mit drum, wenn das hier leer ist. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie ich das schneiden soll. Ich bin jetzt schon lost, weil ich nicht weiß, wie ich am besten aufnehmen soll, ohne dass ich beim Cutten mehr Probleme mache. Aber jetzt probieren müssen. Vielleicht muss ich auch ein bisschen lernen noch. Wer weiß es. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und ich hoffe, ihr schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann oder wie es ihr findet. So. Bedeutet. Winternaht. Habe ich genug Nahrung dafür? 22 Monate Nahrung. Sollte funktionieren. Wir haben genug Wild noch hier in der Gegend. Noch eine... Jawohl, noch eine Familie. Steht euch das... Jawohl, langsam wird's. Bedeutet, wir können dann auch einen Auftrag... Weil wir tun jetzt gerade Stück für Stück Häuser bauen. Deswegen kriegen wir hier jetzt die schönen Häuser dazu. Schaut mal euch das an. Schick. Noch ein Haus und dann laufen wir gleich zur nächsten Ecke. Und wenn wir genug Familien haben, können wir natürlich jetzt hier anfangen auch zu sagen... Ey, also da hat sich jetzt keiner interessiert, okay? Gebäude fertiggestellt. Je mehr Häuser wir haben, desto gleich lukrativer wird es natürlich für die Leute auch. Das ist halt natürlich jetzt ein brutal großes Haus. Deswegen, wir setzen jetzt mal hier so eine Straße an. Die wir einfach so... Dann können wir da Häuser nochmal hin platzieren. So, okay. Da kommt ein Steinmetz hin. Perfekt. Und dann brauchen wir natürlich jetzt noch den dementsprechenden
Diese dementsprechende Sägegruppe, die kommt hier direkt noch hin. Wir wollen natürlich hier so ein kleines Dorf. Alles ein bisschen gemütlicher, würde ich es jetzt nennen. Ich bin echt gespannt, was ihr draus macht. Und ich könnte 10.000 Mal drüber reden, aber ich werde wahrscheinlich die Hälfte davon rauscutten am Ende. Wir geben mal hier 2 rein. Ah ne, schau mal. Ich kann jetzt einen abziehen und sagen, er soll hier hingehen fürs Erste, damit wir wieder Holz haben. Keine schlechte Idee. Und ich muss mein Mikrofon mal richtig ziehen, weil ansonsten habt ihr dauernd dieses grandiose Gesicht hinter diesem Mikrofon. Das wollen wir ja natürlich auch nicht haben. Das werden wir aber schauen, dass wir auch ein bisschen Zukunft hinkriegen. Neue Familie ist eingezogen. Super. Und jetzt heißt es... Ich weiß es nicht. Setze ich es hier hin. Das Herrenhaus. Muss ich das ziehen oder was? Hä? Das Haus ist mal fürs Erste da. Ich hoffe mal, dass das so passt. Und wird dann nach links und also in jede Richtung so ein bisschen sich verbinden. Auch von hier hätte ich gerne so eine Verbindungsstraße. Das soll so wie das Zentrum der Macht jetzt ausschauen. Aber geil, funktioniert schon mal super. Jetzt müssen wir nur anfangen, das Gebäude zu bauen. Aber wenn wir Marktplatz hätten, ist sie wahrscheinlich in Zukunft dann da rein. Einfach weil es platzmäßig besser ist. Da muss man einfach doch ein Picture von machen, oder? Schaut euch diesen Ausblick an und dieses Haus, was hier entsteht. Schick. Das bedeutet auch, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben jetzt ein Herrenhaus gebaut. Das erste Mal ein Herrenhaus. Aber schaut euch das an. Entschuldigung. Ich bin jedes Mal fasziniert davon. Auch wenn der hier gerade durch die Wände durchläuft. Aber schau mal, der hackt hier rum. Dann geht er wieder, dann macht er was anderes. Die bauen alle irgendwo an dem Haus rum. Und es schaut fucking gut aus. Another bean coming up, sagt er. Und Policy unlocked. Kann. Neues Gefolge aufgestellt, Herrenhaus. Brennstoffreserven. Burgplaner öffnen. Jetzt zeige ich natürlich die Sache, dass ich hier sozusagen den Markt hingebaut habe. Aber holy shit, okay, dann muss ich vielleicht die Straßen nochmal anpassen, dass die dann hier so lang laufen in Zukunft. Ah, okay. Wie gesagt, ich habe null Plan vom Herrenhaus. Null. Jetzt wieder ein bisschen Holz. Brennholz ist auch da, das ist super. Das bedeutet, wir haben genug Hofstätten und wir sollten Stufe 2 Hofstätten dann bauen. Um ins nächste Zeitalter. Ach, jetzt können wir hier sagen, wir hätten gerne hier einen Gemüsegarten. Und ihm geben wir jetzt hier einen Hühnerstall. Kann ich jetzt, was kann ich jetzt hier alles machen? Steuern. Die Kirche erhält einen Anteil der überschüssigen Nahrung und steigert die Grenzen eures Einflusses. 10%. Voraussichtliche Zufriedenheit ist minus 10%. Okay. Minus 5. Minus 5 kann ich mir nicht leisten. Runter kann ich nicht. Okay. Wartet. Der Diener. Und Jörg transportiert. Wohnhafte Familien 2. Lebensmittel vielfach auf den Markt bringt mir plus 3.
Werden wir jetzt aber gleich nochmal hier anfangen, Häuser zu bauen. Einfach, dass wir gerüstet sind für die Ortschaft. Keine Sorge, ihr müsst nicht immer alles alleine tragen. Wir werden schauen, dass wir das verbessern. So. Wir sind doch jetzt nicht zimperlich vom Platz her. Ich glaube, das wird schon. Bei uns haben wir nur 7 aktuell. Holy, ja. Ah, da kommt es noch wahrscheinlich. Kann ich hier noch was freischalten gerade? Nee, ne? Keine Punkte. Ah, Gesetze, guck mal an. Jagdrevier. Wilde Tiere in üppigen Vorkommen pflanzen sich doppelt so schnell fort. Allerdings liefern Feldfrüchte 50% weniger Ertrag. Streng fast, die Bewohner lassen jede 5. Mahlzeit aus. Das reduziert Nahrungsverbrauch, senkt aber auch die Zufriedenheit. Wir werden Jagdrevier machen. Jetzt kommen dann wahrscheinlich auch bald die Büsche zurück. Das erste Mal, dass ich Steuern machen kann bald. Holy shit. Ach, schaut, der Schnee, das ist auch mega cool. Hier ist noch ein bisschen Schnee, hier ist schon wieder sauber. Das Dach ist halb schneefrei, noch voll. Das große Lager ist natürlich auch der Hammer. Und jetzt hat... werden Häuser gebaut, würde ich sagen, oder? Neue Nachricht, schauen. Uns erreichen Berichte über Räuberbanden, die in der Nähe durch die Lande ziehen. Sollen wir Schritte verfolgen? Räuber in der Nähe, Angriff. Auf Angriff vorbereiten. Oh, ich hasse das. Bedeutet, wir müssen rein theoretisch eine Schmiede bauen, ne? Hier. Bogenwerkstätte, dafür bräuchte ich Plotbogen zu richten. Wohnraum erweitern. Bedürfnisse nicht erfüllt. Was waren die Bedürfnisse? Bekleidung brauchen wir noch. Wasserzeug? Ich habe bis jetzt keine Wasserzeugen. Ich habe doch Wasserzeugen gebaut, oder? Hab ich, Depp, keinen Brunnen gebaut? Alter, brüll noch lauter, Junge. Setz mal das bitte auf hoch. Armee eines Herrschers wurde gesichtet. Na, okay, die ziehen wahrscheinlich jetzt zu den Banditen rüber. So weit sind wir leider noch gar nicht. Aber wir sind gleich auch trotzdem nicht schlecht unterwegs in dem Fall. Nahrung reicht noch für 11 Monate. Saisonal schrumpft leider gerade aktuell. Und eine Kirche müssten wir bauen. Wo setze ich die Kirche hin? Setzt man die hier so hin? So, okay. Let's go ahead. Neue Familie, jawohl. Ich habe noch nicht mal ein Haus fertig. Haha. Aber es wächst, es geht voran. Kleidung, kann ich die auch in einem Haus machen oder muss ich dafür jetzt ein Gebäude bauen wieder in dem Fall? Das ist die Frage. Und jetzt regnet es wieder. Subi! Neue Familie hinzugezogen. Superb. Aber müssten die nicht auch was machen? Lustig, die haben gar nichts hiervon. Die schon. Ist der Markt für die zu weit entfernt? Haben die einen Radius? Dann wäre die Kirche hinten hier komplett dumm, oder?
Na, guck mal, die haben nur die Wassererzeugung, aber der Wasser ist. Oder holen die sich nichts? Der hat wieder Brennmittel. Der nicht. Verstehe ich hier was nicht? Guck mal, ich kann ja eigentlich hier mal einfach so eine Straße. So, einfach zack. Hier so rumziehen. Vielleicht ist die Wegfindung für die einfach zu blöd. Hm. Vielleicht holen sie sich jetzt was. I don't know. Wir haben eigentlich relativ viel Wege mittlerweile. Na, das, da kann ich nichts machen gegen aktuell noch. Der claimt jetzt das nächste Gebiet. Immer noch. Das da drüben? Ernsthaft? Ah, fuck. Ja, da bin ich jetzt wieder zu langsam gewesen. Hier Brennholzform ist ehrlich gesagt nicht unbedingt so viel. Holy shit. Die Frage ist, gilt das dann als Kleidung oder nicht? Weil wenn nicht, habe ich ein Problem. Hier sagt er not enough wealth. Okay, da sagt er aber nur not enough wealth. Fehlt Bäckerei. Hier Burger Plate too low. Habe ich keine Bretter mehr, oder was? Dann tun wir mal hier rein. Jetzt langsam wird's ja. Ich hoffe mal, dass die das jetzt machen können. Gerbt mal schön, meine Freunde. Das ist erste Leder schon. Aber produzieren die jetzt daraus dann nur Leder? Oder Asche, jetzt kommt dann der nächste Laden her. So. Also jetzt ein Bekleidungsstand. Cool. Bedeutet, es fehlt dann nur noch die Kirche. Na, apropos, was ich gar nicht geschaut habe, ne? Du hast doch diese Overlays hier. Weizen. Hier ist ein guter Spot, hier ist ein guter Spot. Flachs gar nicht, Gerste auch nicht. Roggen hier und hier unten. Also wird hier unser Anpflanzgebiet sein. Ist da hinten auch Weizen? Da ist auch noch ein guter... Gerüche. Okay. Feuergefahr. Okay. Also merken, hier oben müssen wir pflanzen. Da könnten wir es hinkriegen. Jetzt fehlt echt nur noch die Kirche. Wir haben wahrscheinlich keinen Stein mehr. Das können wir aber ganz schnell ändern. Tun wir einen einstellen und hat sich das erledigt. Achso, fuck, jetzt habe ich keinen Holzkirchenmitarbeiter mehr. So, zack. Ja, natürlich geht da gleich die Beschwerde los. Hopsala. Aber Leute, ich würde sagen, die Kirche sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt und schreibt in die Kommentare, was ihr von meinem Schnittstil oder meinen ersten Schnitten haltet. Wie gesagt, es wird noch viel kommen. Ich werde vielleicht in Zukunft noch mal im Background ein bisschen trainieren mit Testvideos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.